Platz für nix. Gar nix. Warte, müssen wir hier noch ein bisschen was loswerden. Schnell hier so. Möhrensamen weg. Habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz. Und nein, es wird schon wieder Nacht. So, das war jetzt die Rubber. Die Rubber? Ich glaube, ich brauche. Also, wir machen jetzt einfach eine Kiste hier für den ganzen Kram rund um Magic Crops. Nein, nicht getrennt, du scheiß Spiel. Da wollte ich dich nicht hinhaben. Geil. Okay. Das ist ein cooler Ingame-Name. Findet ihr nicht auch? Was? Warte, was ist das für eine Nummer? 54341. Could not name. Tut mir leid, ich kann dich so nicht zur Fightlist hinzufügen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist an deinem Namen nicht in Ordnung, HMV. Wieso habe ich so viele Projekte beendet, ohne was zu sagen? Weil mir das immer ein bisschen peinlich ist, wenn ich einfach ein Projekt, wenn ich keine Lust mehr habe, dann traue ich mich nicht zu sagen, dass ich keine Lust mehr habe und nicht mehr weiß, warum. Aber dazu muss ich zumindest sagen, dass Blastoff beendet worden ist, weil der Server uns damals um die Ohren geflogen ist und alle Map-Daten und alles weg waren. Das ist das Einzige. Und Agrarian Skies 2 ist noch längst nicht beendet. Ich habe es nur pausiert, okay? Das ist aber noch nicht zu Ende. Ich spiele es dafür viel zu gerne, als dass ich so ein Projekt auf Eis legen würde. Agrarian Skies war immer ziemlich cool, aber es gab halt, weiß ich auch nicht, es hat nicht ganz so viel Spaß gemacht, wie wir uns erhofft haben. Aber ich finde es immer noch cool und habe auch nicht vor, es gar nicht weiter zu spielen. Wie kann ich das Modpack installieren? Wie oft muss ich das? Melli, willst du nicht mal bitte eine Liste, ein Modbefehl schreiben, wie man dieses Modpack installiert? Ich will das nicht immer die ganze Zeit erklären. Das ist dann auf YouTube immer in allen Videos drin. Könntest du das machen? Das wäre sehr lieb von dir. Und mir die Diamanten bringen, die du gefunden hast. Der Cheetah, ey. No-Name kann man vor allen Dingen nicht whitelisten. Whitelist at no... Ach, ich habe Non-Name geschrieben. No-Name. Das hat funktioniert. Ha. Okay, sorry. So. Und denkt dran, wenn ihr euch dieses Modpack installiert, dass ihr Version 1.1.2 installiert. Alle anderen funktionieren leider nicht. Ich gehe halt farmen. Ja, ich farme auch mit Pflanzen. Jeder tut das, was er kann. Ist das jetzt positiv oder negativ für mich? Ja, denn ist genau, das ist Miris Intro-Musik, richtig. Daher hat Miri da den, ja. Und ich habe ihn einfach übernommen, weil ich finde, er macht coole Musik. Sehr entspannte, man kann sie gut beim Streamen nebenbei laufen lassen. Finde ich ziemlich cool. So. Oh, ich habe eine neue Mystical Blue Flower. Hab ich gar nicht mitgerichtet. Scheiße. Ich will anpflanzen. Lalala. Schon mal wachsen lassen. Das ist nämlich echt cool. Denn wenn man die ganzen Farben von den Petals hat, dann kann man nämlich da auch weiterkommen. Hi Baloo, ich bin das Putzhelfer. Und jetzt heißt es Liter Wasser. Meinst du, das ist ein Aufstieg? Bin noch nicht so ganz sicher. So, jetzt habe ich noch so viel Zeug im Inventar, das werde ich jetzt erstmal los, sonst komme ich nie dazu, mal mehr als drei Sachen aufzuheben. So, weg, weg, weg. Das behalten wir, das brauchen wir vielleicht auch noch. Weg. Obsidian, ach, das hat das Monster gedroppt. Erde behalten wir auch mal. Aber noch mehr, das werden wir gleich noch brauchen. Das weg, das weg, das weg. Oh nein, ich habe ja noch einen Rucksack voll Zeug, richtig. Ach du Scheiße. Da ist ja noch Zeug drin. Keine Lust, das jetzt auszuräumen. Später vielleicht. So, das Holz nehmen wir mit. Das brauchen wir gleich noch. Ich bin ganz sicher. Die ganzen Sticks alleine, ohne Ende. Itzaha, wenn es bei dir abstürzt, dann scheint dein PC nicht stark genug zu sein für dieses Modpack. Befürchte ich. Andere Erklärung habe ich dafür leider nicht. Da musst du mal gucken, ob es irgendwo in irgendwelchen Foren Hilfe dafür gibt, weil das, ich bin ja leider kein Techniker.
Wäre auch zu viel verlangt, glaube ich. So, für neues Garnzoll ein bisschen anpflanzen. Yay, damit haben wir schon mal 4 Pflanzen. Ich glaube, es gibt nur ein paar Millionen Magic Crops. Right? Ich glaube, ja. Ich will jetzt auch mal wieder eine Pflanze entwickeln. Nur ich sollte eine machen, die nicht die anderen machen. Das bedeutet also, wir entwickeln jetzt die Earth Essence. Komm, wir machen die Earth Essence. Das kriege ich zusammen. Earth Essence einfach 4-mal die Accu Essence in ein Pot Zoll. Und ich weiß, wo ich stehen üblich bin, nämlich, dass ich keine Workbench hier habe. Die baue ich jetzt, keine Ahnung. Irgendwo an der Seite bin ich. Kackmaus, was machst du denn mit mir? Ja, mit Java-Iza kann sein, dass es manchmal Probleme macht. Aber wie gesagt, ich kann dir da... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe zu wenig Ahnung von. Um zu wissen, was man machen kann, wenn ein Modpack abstürzt. Vielleicht musst du im Vize-Beast-Launcher einstellen, dass das Mod mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung hat. Das gibt's. Da gibt's irgendwo eine Einstellung für. Das kann's noch sein. Weil die brauchen, glaube ich, mindestens 2 GB. Das muss man dem zuweisen, sonst funktioniert das nicht. Aber jetzt frage ich nicht, wie. Ich weiß nämlich nicht so genau, wie es geht. So, wo ist meine Kugel? Meine Zauberkugel. Zauberkugel. Zauberkugel macht mir da... Achso! Ah! Da habe ich neue Seeds gekriegt. Yes! Schwarz! Kiwi! Dankeschön! Dip, 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 dip. Damit haben wir dann den schwarzen Petal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich ziemlich viele Farben. Das muss eine Arbeit sein, diese Dinge alle herzustellen. Ich habe ein Haar. Ich habe ein Haar auf der Zunge. Schwarz. Das wollte ich nicht. Kacke. Stimmt, man kann... Aber wie habe ich denn das gemacht hier? Ich habe einen Pfad gebaut. Guckt euch das mal an. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe nur aus Versehen mit Recht... Oh, wartet mal, wenn das so geht. Machen wir jetzt einfach einen Pfad in den Blumen. Sieht schick aus. Gar nicht so schlecht. Ich hoffe, das hat keine negative Auswirkung auf meine Pflanzen. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus als früher, oder? Coole Sache. Das ist cool. Aus Versehen einmal rechts mit einer Schaufel und dann passiert sowas. So. Coole Sache. Das ist echt cool. Eine 1.9 Mod ist drauf. Ja, ihr müsst. Du musst Version 1.1.2 installieren, bitte. Unbedingt 1.1.2. Nein, warum geht mir immer alles kaputt, was ich benutze hier? Ich sollte vielleicht was Stabileres bauen. So. Schön ist es auf der Welt zu sein, sprach die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich. Was fehlt uns denn jetzt noch für die Earth Essence? Gut, dass ich da gar nicht umständlich hinklicke. Haben wir doch alles, ne? Nein. Haben wir noch nicht. So, jetzt habe ich die Seed. Und ich weiß schon wieder nicht mehr, wie es geht. Ein Gehirn wie ein Sieb. So. Yes, okay. Damit haben wir die Earth Essence. Oder, ja, Earth Seed. So in der Art auf jeden Fall. Wie viel Holz ich hier in meinen Garten verbaue, ne? Mit 8 Erzessenzen machst du 64 Dirt. Oh, das ist cool.
ist natürlich echt cool, das wusste ich nicht. Interessanter Hinweis. Weil der Root für Baluis Server C3PO heißt. Was? Wie der Root heißt C3PO? Was? Interessant. Danke, dass ich das auch mal erfahre, dass der Root so heißt. Okay. Oh, jetzt hat's geschafft. Willkommen. Willkommen auf dem Server. Hat funktioniert. Es gibt auch Sand, Gravel, Stone und noch irgendein Pokémon-Namen. Ach so. Na, da bin ich mit C3PO ja doch noch ganz gut bedient. Wobei, so ein Pokémon-Server wäre auch cool. Vorher hätte das Miri besser gefallen. Balui, du PC-Experte, das lag an der Gigabyte-Zahl. Cool. Habe ich doch was gewusst, ausnahmsweise mal. So, SBG2Go, hier bitteschön. Balui, mach dir unbedingt Wasser, Feuer, Wasseressenzen. Aber ich hab dann zweimal Wasseressenzen. Ich glaube, du hast dich verschrieben. Ganz schön böse von mir. Komm schon. Vermehr dich. Perfekt. Ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Nur weiß ich nicht, ob die Neuen das auch schon können. So, jetzt haben wir die Erdessenz. Was brauchen wir denn noch dafür? Erde. Brauchen wir eine Naturessenz. Die kriegen wir auch hin ohne Probleme. Im Prinzip einfach wieder das gleiche wie vorhin. Aber rundherum brauchen wir Kaktus. Und das habe ich auf jeden Fall gefunden. Oder Weizen. Scheißegal. Habe ich auch alles von. Aber ich muss mal hier aufpassen, dass ich die Dinger hier immer mal ernte. Sonst geht mir nämlich irgendwann das Zeug aus. Und das sollte möglichst immer nachwachsen. Ich weiß nicht, ob ich das andere auch ernten soll, wenn ich schon mal dabei bin. Was kann ich denn aus Air-Essenz machen, 9 Stück? Kommt da dann auch irgendwas Gescheites bei rum? Kohle weiß ich ja schon. Immer mal ernten, wenn es möglich ist. Magic Crops ist echt cool, muss ich sagen. War ein guter Tipp, dass ihr gesagt habt, ich soll damit mal anfangen. Habt ihr super gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Botanierkiste machen wir eine extra für, würde ich sagen. Schlafen. Oh, Stone ist gestorben. Dum, 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 dum. Da ist Itztaha. Willkommen. Stone ist gestorben. Das bedeutet... Noch 2 Todesdaune. Kackmonster, warum kommen wir bei mir die Monster? Bei euch nicht. Und dann auch so ein großes. Ja, klar. Okay, ey, Itza, hör mal auf. Scheuchst du nur weg. Und wenn ich dann mal ein Schwert, mal ein bisschen mehr Schaden als du. Und auch gleich so ein ganzes Monster. Jo, komm. Itza, hör auf. So, geh doch. So, ab ins Bett. Alle im Bett. Da Balui ist nicht Keep Inventory an. Doch, eigentlich schon. Oh, warte. Es ist ein neuer Server. Ich weiß nicht, ob... Stone. Ups. Irgendwer scheint nicht im Bett zu sein. Bitte alle mal hinlegen. Sonst kriegen wir heute Nacht die Krise. Swiss Digger hat nur... Swiss Digger ist noch am Fighten, wenn ich das richtig höre. Oder sehe. Was er gerade als eine Schiefwitz kriegt. Der arme Kerl. Ich glaube, Melli, wir müssen unbedingt dieses Mod installieren, dass nur die Hälfte aller Leute im Bett schlafen müssen. Ist das serverseitig oder ist das clientseitig? Swiss Digga ins Bett. Oder geh kurz auf. Los! Ich höre überall die Viecher da draußen. Lustiger macht. Ja, okay, super. Perfekt.
Beispiel, dass nur die Armada draußen rumrennt. Nein, das ist keine Doom-Musik. Das glaube ich zumindest nicht. Dass der für Doom die Musik gemacht hat. Jetzt sind wir hier überrannt. Ich habe eine Obsidian-Pexel gefunden, Alter. Gib halt an. Sorry, Stone. Da musst du wohl doch zu deinem Grab laufen. Ich werde auf jeden Fall die Game Rule jetzt aktivieren. Ich wusste nicht, dass die ausgeschaltet ist nach Serverumzug. Keep Inventory True. Es tut mir sehr... Was? Wie heißt es denn? Falsch geschrieben. So. Tut mir sehr leid, dass du jetzt derjenige da warst, der da drunter leiden muss. Wirklich. So. Essence. Ach, ich wollte gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier 9 Essenzen. Okay, da passiert schon mal nichts mit. Langweilig. Jetzt wollte ich die Naturessenz bauen. Das ist ja wieder ganz einfach. Wir haben unsere Zauberkugel. Ist dann wenigstens mein Tod annulliert? Nein. Nein. Kann ich vor allen Dingen nicht, weil ich nicht weiß, wie man das Scoreboard bedient. Aber trotzdem nein. Das ist ja langweilig. Huch. Putzhelfer, 1 Euro. Hyperlui ist irgendwie komisch. Am Handy bin ich Litter und am Computer Putz. Also nochmal Hyperlui. Danke, Putzhelfer, für deine 1 Euro Spende. Super nett von dir. Dankeschön. Danke für deine Unterstützung. Ich habe auf jeden Fall zu wenig Miniku-Essenz. Viel zu wenig. Das heißt, ich kann jetzt gleich aufhören, mit den Essenzen zu bauen, weil ich nichts mehr habe. Mal ein bisschen Getreide hier dazu packen. 1, 2, 3, 4. Sollte genug sein. Ja, Swistiger feiert jetzt eine Party, weil er nicht mehr allein ist. Das freut mich für dich. Das ist aber ganz schöne Schadensfreude, ne, Kollege? Finde ich aber gut. Ich meine, finde ich natürlich nicht gut, also unverschämt von dir. Zack, machen wir wieder ein bisschen drumherum, sauber. Oh, und Tech-Ender kommt drauf. Jawohl, da kommen sie alle, die beim letzten Mal da waren. Haben hier auch einige noch angeschrieben, dass ich denen die neuen Verbindungen nenne, die neue IP. Das ist aber jetzt versprochen, das war jetzt für längere Zeit erstmal der letzte Serverumzug. Ich muss auch sagen, es läuft alles erstaunlich gut. Dafür, dass so viele Leute jetzt drauf sind, so viel. Also wir sind ja jetzt immerhin 10, nein, 8 Leute. Kann ich zählen? 8. Und es läuft ohne, dass ich auch nur irgendeinen Delay habe. Das ist richtig, richtig cool. Und dann, wenn ich bedenke, womit wir angefangen haben und es ging gar nichts, sobald nur 2 mehr da drauf waren, hat das ja geleckt wie Sau. Und jetzt kriegen wir es einfach hin. Das läuft ohne Probleme. Wie alt bist du? 16? Nein, 32. Ich meine, ich sehe doch nicht mal aus wie 16, oder? Miri, bin ich, sehe ich aus wie 16? Miri hat den Kopf genickt. Yay, neue Farben. Ich sehe aus wie 16. Okay. Danke, Nodob. Danke, Kira. Dürfen wir Eisengolems töten? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wenn ihr den armen Villagern auch noch ihre letzte Hoffnung wegnehmt. Huch! Putzhelfer nochmal, 2 Euro. Ich würde auch gerne mit dem Modpack zocken. Weißt du vielleicht, wie das geht? Muss ich schon wieder erklären. Einfach Fizibis Launcher runterladen, oben rechts in der Ecke das Expedition als Pack-Code eingeben und dann einfach mich anwispern, dann nenne ich dir die IP und du musst mir natürlich deinen Ingame-Nickname nennen. Und dann whiteliste ich dich. Und fertig ist die Kiste. So einfach geht das. Gut, ne? So, mach hier direkt mal, dass ich jedes Mal neu pflanzen muss, wenn ich eine neue Farbe kriege. Sieht gleich ein bisschen schicker aus hier. Und rot. Oh, warte. Ah, das ist die Naturessenz. Nicht mich beklauen hier.
Ich sehe das. Ich wollte eine Kiste bauen für Botania-Sachen, weil da kommt ja auch noch eine ganze Menge dazu. Und das kann auch nicht schaden, wenn man da frühzeitig das Zeug einlagert. Die stelle ich jetzt mal hier vorne hin für Botania. Ich hoffe ja, dass die Mobs mir nichts kaputt machen. Das hoffe ich wirklich. Aber das weiß man immer nie so genau. Wie kann ich mein Haus aufstellen? Also du suchst dich jetzt in der Stadt oder in einem Dorf irgendwo eine schöne Stelle. Nicht hier oben. Irgendwo da unten suchst du dir eine Stelle, stellst das Haus hin. Also wie gesagt, das Dorf kann auch nach rechts und links erweitert werden, wie ihr wollt. Und dann machst du mit dem Instant-Haus, da gibt's hast du so einen kleinen Pinökel, den machst du rechtsklick drauf und dann machst du Pling! Alles gut. Dann ist es da. Wollte ich damit darstellen. Ich hoffe, man hat meine ausschweifende Gestik verstanden. Mist. Das war's mit Magic Crops. Ich kann jetzt gerade nichts mehr machen, weil ich einfach keinen... Aber ich hätte das so gerne. Das ist zumindest schon mal... So, wir haben Natur. Wir haben... Oh, Rubber. Stimmt, sie hat mir Rubber. War ja doch eine der wichtigen Essenzen dafür, ne? Airseed, Coalseed, Rubber, Rubber, Natur. Okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, also im Prinzip 5 von den 8 benötigten. Jetzt brauchen wir die Wasser-Essenz. Wasser oder brauchen wir einfach Wasser-Buckets? Das Problem ist, für das hier brauche ich 8. Und dafür brauche ich 4, 8, 16. Geil, 16. 16 oder 24. 24 von der scheiß Mikro-Seeds brauche ich, um eine neue Pflanze herzustellen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Menge. Aber es wächst ja auch schnell. Was beschwere ich mich eigentlich? Einzig doof ist, dass ich gleich 4 Eimer Wasser brauche. Logifex, bist du der Echte? Natürlich ist das Logifex der Echte. Du siehst es an seinem Turbo und dass er Mod hat. Logifex, der Server läuft total geil. Ohne Probleme, kein bisschen Lag. Die Leute rennen rum, alle gehen farmen und sonst was. Ich habe keinerlei Delay, ja, und das bei einem Modpack, was mit Sicherheit viel, viel frisst. Die sind farmen. Guck, wir sind jetzt gerade, okay, jetzt sind wir gerade wieder nur 7. Ich kann keine Mathe mehr um diese Uhrzeit. 7 Leute. Aber wir waren da vorhin schon mal 8 oder 9 und es läuft ohne Probleme. Oder hat irgendwer von euch gemerkt, dass er Lags hat beim Abbauen oder sonst was? Nein, die Sonne geht pünktlich auf. Alles super. Richtig, richtig geil. So ein Server, ja, da kann man nur von träumen. Oder viel Geld hinlegen. Wobei es geht. Ich finde es jetzt gar nicht so teuer. Ja, habe ich euch erzählt, dass jeder, der hier mitspielen muss, ab jetzt im Monat 30.000 Euro zahlen muss, damit wir einen besseren Server uns leisten können? Oh Mann. Und nein, das ist auch kein Sub-Server, wie das manche Leute machen. Weil ich habe ja nicht mal Subs. Bei mir kann man ja nicht mal subscriben. Itzaha, ich kann dir leider nicht immer die ganze Zeit helfen. Wende dich mal am besten an Stone oder so. Der ist der oberste Sklavenmeister und kann dir helfen, wie du dein Haus aufstellst oder wie du damit arbeiten sollst, okay? Einfach in-game schreiben, die sind alle sehr, sehr hilfreich, die ganzen Verrückten hier im Spiel. Also mach dir keine Sorgen. Einfach fragen. Hätte ich einen Account, hätte ich ihm einiges schneller geholfen. Ja, Dennis, da musst du dir mal ein Minecraft-Spiel kaufen, ne? Das ist jetzt auch nicht, dass Minecraft irgendwie 1 Milliarde Euro kostet, oder? Findest du das teuer? Ich nicht. Das ist eigentlich finde ich Minecraft mit eins der bezahlbarsten Spiele, die es so gibt, womit man so viel Zeit investiert. Wenn ich bedenke, wie viel Geld ich für manche Spiele ausgegeben habe, die ich nur 5 Minuten gespielt habe und hier, ja, da habe ich damals 15 Euro investiert, oder? Ja, doch, genau. Und ich spiele es einfach ohne Ende. Das ist einfach dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis. Okay, dann kostet es jetzt halt 25, seitdem es Microsoft übernommen hat. Die wollen ja auch noch ein bisschen Geld machen damit. Oh Mann. Aber guck doch mal bei, ich weiß nicht, Kinguin oder was weiß ich, wo es das alles gibt. Die haben doch mit Sicherheit Angebote, wo es das billiger gibt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das nicht auch in billiger gibt. Mal ein bisschen Platz machen gerade. Eimer Wasser. 1, 2, 3, 4.
Und da bauen wir uns die Wasser-Essence. Damit haben wir die nächste fertig. Geil. Geil, das funktioniert nicht. Warum nicht? Okay. Mach ich es halt von Hand. Und wir sollten jetzt mal gleich wieder schlafen gehen. So, ich kriege meine Eimer nämlich alle wieder. Kriegen wir hier oben noch ein Feld hin? 1, 2, 1, 2, 3. Ja, kriegen wir. Sehr schön. Ach, muss gar nicht sein. Das ist nicht dran. Schick, schick. TechEnder, Federn ist immer so eine Sache. Federn hat hier irgendwie kein Mensch. Ich musste auch ziemlich lange suchen, diese scheiß Federn zu kriegen. Glaub mir, das ist Katastrophe. Kannst du erstmal. Wir haben noch keinen Hühnerstall. Wir haben auch generell, haben die Sklaven auch noch keine Stelle angelegt oder sowas. Ich meine, selbst die königliche Tierkammer ist noch leer. Können wir mal bitte schlafen gehen? Okay, Entschuldigung, das bekommt man ja nicht auf Steam. Du hast ja recht. Okay. So, Putzhelfer, 1 Euro gespendet. Dann spende ich für den Server Bin. Erster, hi. Please, wenn du Wölfe magst, dann ist mein Skin der richtige. Ich mag Katzen. Katzen und Katzen. Es ist so ähnlich wie Wolf. Ist schon okay. Wolf ist okay. Und danke für deinen Euro Unterstützung für den Server. Der kostet im Übrigen, falls es euch interessiert, 70 Euro im Monat. Aber ist egal. Ich brauche den eh für meine Firma und ein bisschen für privat. Hatte ich eh mal einen Server und jetzt habe ich einen bisschen stärkeren. Was soll's? Ich finde ihn cool. Ich meine, es läuft mega geil. So, irgendwer ist noch nicht im Bett. Wer schläft nicht? Was habe ich für eine Grafikkarte? Die GTX... Scheiße. Irgendwas TI. Wartet. Ich weiß es gerade nicht. Das ist aber peinlich. Warte, das kann ja auch rausgehen. Stone. Ah, alle drei. Sehr schön. Geht der DirectX-Diag nicht mehr? Das ist rausgenommen worden. Ha. Stone, hilf doch mal Itza, bitte. Bitte, 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 tu das. Doch, da. Ist aufgeploppt. So. Ich hab drin die GTX 780 Ti. Genau. Weißt du Bescheid? Schätze ein. Und Melly ist wieder da. Ach, ich dachte schon, er hätte keinen Bock mehr. Aber das ist auch okay. So und 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 so. Oh, läuft keine Musik mehr. Playlist vorbei. Oh nein, jetzt komme ich da wieder nicht so einfach hin. Los, Playlist. Machen wir eine andere Playlist. Einen haben wir durchgehört. Dann hören wir noch diese Trailist durch hier von ihm. Stone, pass auf, dass Itza alles richtig macht. Es scheint noch relativ unerfahren in Modpacks zu sein, dass sie das richtig aufstellt. Und vor allem auch eine Anbindung an die Straße sich baut. Das wäre ganz wichtig. Weil ihr drückt mal F3. Ja, ich kenne das mit... Ach so. Ja, da habt ihr aber nichts von, wenn ich F3 drücke, oder? Bitteschön. Hilfe, da sind ganz viele Sensenmänner. Oh, Melly weint. Nicht anstellen. Ja, ja. Damit haben wir dann die Wasseressenz fertig. Da fehlen gar nicht mehr so viele. Und dann können wir die nächste Stufe der Crop-Solution entwickeln. Haha, habt ihr den Witz verstanden? Mann, ich bin manchmal so unlustig. Ach, nee. Da kommt was Neues. Ich bin schon gespannt, es gibt neue Seeds. Yes! 2 Farben, 3, 4. Na, oh, Mini-Konzert. Yes! Light Grey und Orange. Yippie! Yippie!